So, herzlich willkommen zurück hier im großen Saal. Ich hoffe, das mehrgenerationelle Mittagessen hat ihr Wohlgefallen gefunden. Wir haben uns da vorher einige Gedanken gemacht, wie man das auch in diesem Bereich abbilden kann, worum es hier heute gehen soll. Worum es jetzt hier auf dem Podium gehen wird, ist, dass Ralf Füchs und Peter Siller auf Basis der Tätigkeiten der Inlandsabteilung der Böll-Stiften in den Bereichen demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit aus dem letzten Jahr ein Thesenpapier verfasst haben, was Sie in Ihren Tagungsunterlagen finden und was auch in diesem Heft Böll-Thema, was heute auch zur Konferenz erscheint und verschiedene Beiträge, das wollte ich nochmal sagen, weil das glaube ich eben ein bisschen untergegangen ist, zum Thema Generationengerechtigkeit versammelt. Da kann man auch den Vortrag von gestern Abend von Stefan Gosepart nachlesen, wenn man da den ein oder anderen Gedanken in der Eile nicht mitschreiben konnte. Zurück zum Thesenpapier, was wir für diese Konferenz geschrieben haben, Peter Siller und Ralf Füchs. Und Sie werden es jetzt gleich vorstellen und dann haben wir zwei Kommentatoren gebeten und sind sehr freudig, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, dieses Papier und die dort vertretenen Thesen aus Ihrer Sicht zu perspektivieren, zu kommentieren. Das ist auf meiner Linken Elisabeth Nia, Volkswirtin und Redakteurin im Hauptstadtbüro der Zeit im Ressort Wirtschaft. Schreibt viel zu Familienpolitik, beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit, dem Rollenverständnis der Geschlechter, Zuwanderung und Integration. Das sind ihre Themen, da könnte man noch viele hinzufügen. Sie war Mitglied in einer Kommission demografischer Wandel der Robert-Bosch-Stiftung, in der Hinsicht auch eine Expertin in diesem Thema. Und sie hat schon zwei Bücher geschrieben, die an unsere heutige Thematik gut andocken. Das eine ist schon etwas älter, von 2004. Alt sind nur die anderen, so werden wir leben, lieben und arbeiten. Und das andere, jüngsten Datum, alles auf Anfang, die Wahrheit über Patchwork. Unser zweiter Kommentator neben mir ist Sven-Christian Kindler, Abgeordneter im Bundestag seit 2009 und seit dieser Legislatur haushaltspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Ich habe auch gelesen, dass er jüngster Oppositionsabgeordneter ist und immer noch, da ändert sich natürlich auch hin und wieder mit Nachrückern einiges und er arbeitet mit der Politikerin Ingrid Lange in einem Projekt Jung und Älter zusammen in der Politik. Also auch hier ein Experte mit einer ganz spezifischen fachlichen Hintergrund, aber auch mit einer Andockpunkt zu Jung und Alt. Und jetzt würde ich bitte zu Recht einen Applaus, jawohl. Denn ich selbstverständlich an Sonnensonne. Jetzt würde ich an Ralf und Peter übergeben, die im Duo Ihnen die Thesen noch einmal nahebringen werden. Vielen Dank. Schön, dass Sie noch da sind. Ich will zu Beginn noch mal sagen, dass das Papier jedenfalls in seinem Ursprung ein Gemeinschaftswerk ist, an dem sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus der Inlandsabteilung sich beteiligt haben. Aber am Schluss kann halt nicht eine ganze Abteilung ein Papier schreiben. Ich meine, das Thesenpapier liegt bei Ihnen in den Mappen. Insofern müssen wir es hoffentlich nicht sagen, des Langen und Breiten referieren. Ich will deshalb mich vor allem darauf konzentrieren, zu Beginn zu sagen, warum, nochmal zu sagen, warum dieses Unternehmen. Das hat mindestens zwei Dimensionen. Eine klang in den Buchtiteln von Elisabeth Nia schon auf. Wir sind überzeugt davon, dass man eine Art große Erzählung braucht zum demografischen Wandel und den gesellschaftlichen Veränderungen, die uns mit diesem Wandel ins Haus stehen. Dass wir also eine konkrete Vision entwerfen müssen, wie der demografische Wandel auf eine Weise gestaltet und bewältigt werden kann, die das nicht als Verhängnis erscheinen lässt, als etwas, wovor wir uns fürchten müssen,
Und zwar ohne die Herausforderung klein zu machen und so zu sagen, wo ist das Problem? So eine Haltung gibt es ja auch. Wo ist das Problem? Ein bisschen klang das gestern Abend an und auch so heute Morgen. Also wir mit dem demografischen Wandel und der Rückgang der Erwerbsbevölkerung und dieser steigenden Altersbevölkerung, das bewältigen wir doch mit links, mit steigender Produktivität, kommen wir noch drauf, was das sagen heißt. Nein, das ist schon so, dass das dramatische Veränderungen sind, die uns da ins Haus stehen. Ein paar Zahlen sind ja schon gefallen. Heute finanzieren rund 3 Erwerbsfähige eine Person über 64. Das wird bis Mitte des Jahrhunderts sich auf eine Relation von 1,8:1 etwa verschieben. Also 1,8 Erwerbstätige oder vielleicht 2 müssen eine Person mitfinanzieren, die im Ruhestand ist. Gleichzeitig eine starke Zunahme der Hochaltrigen, also von Menschen, die tendenziell ab irgendeinem Zeitpunkt pflegebedürftig sind. Die Zahl der 80-Jährigen wird sich so in den nächsten 20, 25 Jahren etwa verdreifachen, der über 80-Jährigen. Es hat aber auch eine politische Dimension, wenn man das Gewicht der verschiedenen Generationen für politische Willensbildung mal zugrunde legt, dann war 1980 der Anteil der Wahlberechtigten im Alter von 60 plus etwa bei 26%. Das war schon damals relativ hoch im historischen Vergleich. Heute sind es schon etwa 35%. Und bis 2030 mindestens 43% der Wahlberechtigten über 60. Also von Leuten, die entweder schon ihr Erwerbsleben hinter sich haben oder die zumindest schon diese Perspektive auf die Zeit danach haben. Gestern war in der Wirtschaftswoche ein so ganz alarmistischer Artikel von Hans-Werner Sinn, der liebt ja sowieso die Dramatisierung. Der rief einen neuen Generationenkrieg aus, sozusagen, dass die Alten mit ihrem wachsenden Wählergewicht den Jungen die Luft wegnehmen werden. Die Ressourcen, also Verteilungskampf. Seine These ist, demografischer Wandel heißt massiver Verteilungskampf und in diesem Verteilungskampf werden die Alten die Jungen an die Gurgel nehmen. Das teilen wir ausdrücklich nicht. Wir gehen nicht davon aus, dass es nicht unser Menschenbild, dass die Älteren eine rein egoistische Gruppe sind, denen sagen, egal ist, was mit den Jüngeren passiert. Es gibt doch in unseren Gesellschaften, und das ist fast was Anthropologisches, ein Element von Generationssolidarität. Allerdings kehrt sich das um. Früher war das so, dass die Kinder die Eltern versorgt haben. Heute haben wir mehr und mehr eine Situation, dass die Eltern, diejenigen, die in einem nie gekannten Wohlstand leben, materiell die Jüngeren mit durchziehen. Also da dreht sich was grundlegend. Und trotzdem kann man, trotz dieser Generationssolidarität, die aus unserer Sicht nicht einfach verschwinden wird, kann man die Augen nicht davor verschließen, dass mit diesen demografischen Veränderungen doch auch härtere Verteilungskonflikte einhergehen werden, vor allem in der Auseinandersetzung zwischen Finanzierung des Rentensystems und Finanzierung von Erziehung, Bildung für eine immer stärker abnehmende Zahl von Kindern und damit natürlich auch eine immer stärker abnehmende Zahl von jungen Familien. Deren politisches Gewicht geht zurück. Das sind so ein paar
nur schlaglichtartig, sagen fundamentale Herausforderungen, die mit dem demografischen Wandel einhergehen. Klassisch versteht man ja unter dem Begriff Generationenvertrag eigentlich eine Übereinkunft, die sich auf im Wesentlichen sozialpolitische Fragen bezieht. Und das ist, sagen, die zweite Begründung für unser Projekt. Also die erste ist, wir brauchen eine große Erzählung, wie unsere Gesellschaft unter den Vorzeichen des demografischen Wandels künftig solidarisch und zukunftsfähig gestaltet werden kann. Und die zweite ist, wir brauchen auch eine Art von politischem Regelwerk, einen politischen Handlungsrahmen, der einige grundlegende Fragen, einige grundlegende gesellschaftspolitische Herausforderungen unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit regelt. Und klassisch wird unter Generationengerechtigkeit ja vor allem dieser sozialpolitische Bereich verstanden, Rente, Arbeitsmarkt, Gesundheitssystem. Dafür finden Sie auch eine ganze Reihe von Aussagen in unserem Papier. Das sind nicht unbedingt originell. Es geht eher darum, dass so ressortübergreifend mal zusammenzutragen, also von Bürgerversicherung als neues Finanzierungssystem für Rente und Gesundheit über Umwandlung des Ehegattensplitting in Familiensplitting, also in eine Förderung von Familien und nicht einfach eine Förderung der Institution Ehe, bis hin zu einer stärkeren Steuerfinanzierung für soziale Leistungen. Das ist auch deshalb nötig, wenn die Zahl der Erwerbstätigen immer weiter schrumpft, kann man nicht das ganze soziale Sicherungssystem auf Sozialbeiträge aufbauen. Die steuerfinanzierten Elemente werden künftig wachsen müssen. Aber jenseits dieser klassischen sozialpolitischen Fragen gibt es mindestens zwei Dimensionen, die wir gerne neu in die Debatte um Generationengerechtigkeit und neuen Generationenvertrag bringen wollen. Das eine ist die ökologische. Davon ist ja gestern Abend schon viel die Rede gewesen. Ökologie ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, nämlich der Wahrung der Lebenschancen und der Gestaltungsfreiheit für künftige Generationen, die wir nicht mit ökologischen Hypotheken belasten dürfen, die ihre Lebensumstände dramatisch einschränken. Klimawandel an allererster Stelle. Und deshalb ist eine Frage von Nachhaltigkeit, also Zukunftsfähigkeit, ohne Ökologie gar nicht zu denken. Es hat aber auch eine ökonomische Seite. Wenn sagen, gesagt wird, ja, diese steigenden Anforderungen an die Sozialsysteme bei gleichzeitig sinkender Erwerbsbevölkerung, die kompensieren wir durch steigende Produktivität, dann sagt sich das so schlank. Dahinter steht aber, dass unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit steigen muss über die nächsten Jahrzehnte und das können wir auch nicht einfach durch Umverteilung kompensieren. Das heißt, wir brauchen eine Ökonomie, die hochproduktiv ist, die hochinnovativ ist. Und das verknüpfen wir natürlich mit Ökologie unter diesem Stichwort grünes Wachstum, grüne industrielle Revolution. Und das bedeutet aber auch, mehr zu investieren in Bildung, in Forschung, in Entwicklung und andere Prioritäten in den öffentlichen Haushalten zu setzen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn man von einem neuen Generationenvertrag spricht, dann muss das mit im Zentrum stehen. Gestern sagte, ich weiß gar nicht mehr, Gosepat oder Gesine Schwan, Generationengerechtigkeit heißt nicht primär sparen, sondern heißt primär in die Zukunft zu investieren und den kommenden Generationen eine möglichst moderne, leistungsfähige Infrastruktur zu hinterlassen. Wie das unter den Bedingungen der Schuldenbremse zu finanzieren ist, ist nochmal eine eigene Diskussion. Also diese Dimension mit reinzunehmen, gehört
natürlich auch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, alles Themen, die schon angesprochen sind. Das ist mit ein Motiv für uns, diese Diskussion sagen, anzustoßen, mit dem Ziel oder der Hoffnung, dass man daraus wirklich sowas rauskristallisieren kann wie eine politische Selbstverpflichtung. Es gibt so ein paar normsetzende Gesetze in der Bundesrepublik, die sozusagen über der konkreten Fachpolitik stehen, zum Beispiel das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, das kommt schon aus den 60er Jahren. Oder jetzt die Schuldenbremse. Und unserer Auffassung nach bräuchten wir auch sowas wie einen normativen Rahmen, der Generationengerechtigkeit als politisches Querschnittsthema definiert. Soweit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ralf. Die Sachen werden ja nicht dadurch richtiger, dass man sie nochmal wiederholt. Deswegen fasse ich mich kurz und will vielleicht die Gelegenheit nutzen, bevor wir dann gleich, da bin ich mir sicher, in eine spannende Diskussion eintreten, nochmal so zwei, drei strategische Punkte nochmal aufzurufen in Ergänzung zu Ralf, über die sich unserer Meinung nach lohnt zu sprechen. Der erste Punkt, ich will das nochmal etwas deutlicher sagen. Es gab ja in den letzten Jahrzehnten, schon vor 15 Jahren, erinnere ich das, immer wieder Anläufe, einen neuen Generationenvertrag in Stellung zu bringen. Es gab auch vor deiner Zeit, Sven, schon Parlamentarierinitiativen von jungen Parlamentariern, da auf eine Verfassungsänderung zu gehen und so weiter. Unser Eindruck ist, auch wenn das sicher keine falschen Initiativen waren, so war doch zumindest strategisch ein Fehler darin, dass man das sehr eng geführt hat auf die Frage von sozialen Sicherungssystemen und Verteilungsfragen im sozialen Sicherungssystem. Das ist natürlich eine drängende Frage, wir werden gleich drüber sprechen, aber unsere erste These wäre, wenn wir die Frage der Generationengerechtigkeit und des Generationenvertrags nicht breiter aufbauen, nämlich eben auch als Frage der öffentlichen Infrastruktur und damit der Investitionspolitik, Ralf hat es erwähnt, und natürlich auch als ökologische Zukunftsverantwortung und damit als Frage auch ökologischer Ökonomie, wird es uns nicht gelingen, in eine breite gesellschaftliche Debatte zu Generationengerechtigkeit und Generationenvertrag zu kommen. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn man das breiter aufstellt, dass man dann vielleicht Schwierigkeiten hat, das so scharf und so operativ abzuleiten, wie wir das in der Debatte um diese sozialen Sicherungssysteme sozusagen vom Stand her schon haben. Aber wir sind der Meinung, dass es eben auch in anderen Bereichen eines neuen Generationenvertrags sehr wohl möglich ist, Schritt für Schritt operative politische Vorschläge zu entwickeln und die in so einen Generationenpakt am Ende, wie ihn Ralf Füchs erwähnt hat, zu überführen. Ich will das nochmal exemplarisch an zwei Punkten vielleicht etwas klarer machen. Michael Brumling hat gestern gesagt, naja, wenn man wie in dem Papier geschehen, programmatisch ausruft, Generationengerechtigkeit heißt vernünftig sparen und gezielt investieren, dann sei das ja irgendwie trivial und so ein sowohl als auch, wie wir es aus der Politik kennen. Ich meine, wir würden in gewisser Weise erstmal sagen, es ist schon mal ein Riesenfortschritt zu erkennen, dass Investitionen, dass sozusagen eine strategische Investitionspolitik mit im Zentrum von so einer Generationendebatte steht, was bislang definitiv nicht der Fall war. Und ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Ich meine, diese Idee, dass man jetzt zukünftigen Generationen Gefallen tut, indem man
so aller so wie der schwäbische Sparer Geld unter das Kopfkissen legt und so, dass es dann mal den, dass man, dass sich die Enkel mal was leisten können, so wie das meine Oma da praktiziert hat, die ist ja, wenn man sich das etwas genauer vorhält, absurd, und das ist auch ein Strickfehler von Politik, wenn sie so denkt, denn wir können nur für unsere Kinder und Kindeskinder was tun, wenn wir in Infrastrukturen und in Werte investieren, die dann tatsächlich auch diese Generation befähigen werden und ihnen zu dem guten Leben verhelfen, das wir hier schon leben oder zumindest leben könnten, wenn wenn es einigermaßen gerecht zuginge. Was heißt es jetzt, ein politisches Programm zu entwickeln, das wirklich eine Strategie der Investitionen in öffentliche Infrastruktur entwickelt? Und da ist ein Hinweis in dem Papier schon gegeben, das heißt sicher, dass wir uns über das Spannungsverhältnis im Bewusstsein bewusst sein müssen, dass wir sozusagen über Verbindlichkeiten eingehen mit Blick auf Sozialtransfers. Heute Morgen wurde lang drüber gesprochen, und auch Personalkosten in allen möglichen Bereichen, die ja, wenn sie einmal vertraglich zugesichert sind, auch gar nicht mehr so ohne weiteres zurückzuholen sind einerseits, und den Mitteln, die wir wirklich in der öffentlichen Infrastruktur investieren wollen. Und unsere Erwartung wäre übrigens auch an die Grünen, dass Politik hier zu klareren Strategien und klareren Antworten kommt. Wie könnte das gehen? Das ist eine offene Frage, vielleicht können Sie das in den Workshops auch mal, in die Workshops auch mal so im Hinterkopf mitnehmen. Wenn wir jetzt das nicht gleich sozusagen zu einer Verfassungsregel machen wollen, die dann sozusagen wieder juristische Probleme aufwirft. Die erste These wäre, dass wir jetzt erstmal uns ins demokratische Getümmel stürzen sollten und diese Fragen demokratisch als Bürger und Politiker, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen und die keine klientelistische Idee von Demokratie hat, dass wir wirklich jetzt sozusagen in den demokratischen Streit gehen und es nicht wieder an Sachverständige oder Treuhänder oder Dritte delegieren, sodass wir uns nicht mehr drüber unterhalten müssen. Das wäre sozusagen die demokratische Hypothese. Der zweite Punkt ist, auch wenn man jetzt nicht gleich über Verfassungsänderungen redet, so gibt es doch ein breites Instrumentarium, wie man sich vielleicht mal eine Strategie der öffentlichen Investitionen in der öffentlichen Infrastruktur etwas klarer machen kann. Zum Beispiel, indem überhaupt mal Politik, ich würde sagen die Regierung, ernsthaft bilanziert, was eigentlich der Wert und der Wertverfall unserer öffentlichen Infrastruktur ist. Das wäre ja schon mal eine erste Maßnahme der Transparenz, wo wir dann mal im zweiten Schritt klarer sehen könnten, wo eigentlich der Investitionsbedarf besteht. Und zwar nicht nur in der ökonomischen Infrastruktur, sondern auch und gerade in der sozialen Infrastruktur, in der Infrastruktur unseres Zusammenlebens, von der Mobilität über die Kultur bis zur Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Letzter Satz, diese Frage einer Strategie der zukunftsgerechten Investitionen ist natürlich eine monetäre Frage, und deshalb geht es auch um Verteilung und Umverteilung, gar keine Frage. Umverteilung in anderer Hinsicht. Aber es ist auch eine Frage der Kreativität und der Erneuerung in unserer Infrastrukturen, in dem Sinn, dass wir nochmal neu überlegen, wie, wo, in welchen Infrastrukturen wollen wir eigentlich zusammenleben als eine Gesellschaft, die eben nicht nur im Schnitt älter wird, sondern die eben auch pluralistischer und individueller wird und deshalb vielleicht eine ganz andere Idee von öffentlichen Infrastrukturen und öffentlichem Zusammenleben hat, als das vor 20 oder 40 Jahren der Fall war. Und auch da freue ich mich auf die Workshops, weil Sie ja gleich die Gelegenheit haben, das nochmal in sehr unterschiedlichen Feldern zu diskutieren und zu betrachten. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich finde den Ansatz von diesem Thesenpapier großartig, bei aller Kritik im Detail, zu der ich dann gleich auch noch komme, aber
dieser breite Aufschlag und das Demografiethema als eins zu verstehen, das wirklich ganz, ganz viele Lebensbereiche irgendwie betrifft, das war auch immer meiner, das wurde auch in diesem Buchtitel da deutlich, den Sie zitiert haben. Ich habe jetzt gerade diese Woche wieder eine Studie über Verwandtschaftsbeziehungen gelesen, woraus kam, dass die Kinder im Alter meiner Tochter, die 7 ist, die absolute Mehrheit noch ihre Urgroßeltern erlebt, dafür aber ganz wenig Cousinen und Cousins hat. Und da habe ich auch nochmal wieder gedacht, klar, alternde Gesellschaft, so das, ich finde, es begegnet einem ständig. Wir waren neulich in Brandenburg bei so einem Ausflug in einer kleinen Stadt, wo jemand sagte, ja, hier stinkt es nach wie vor im Sommer so, wir haben immer noch so aus dieser Wendezeit diese überdimensionierte Kläranlage und jetzt wandern immer mehr Leute ab und dann ist hier einfach nicht genug so Durchsatz und das stinkt alles so und dann kann man halt Demografie riechen. Also all diese Sachen gibt es und es berührt wirklich, je länger man sich damit beschäftigt, finde ich, merkt man, wird man halt immer mehr drauf gestoßen, wie viele Lebensbereiche das in irgendeiner Form beeinflusst. Gleichwohl hat sich in der Tat, finde ich, auch sehr viel verändert, seit diese Demografie-Diskurse so um 2004, 2005, in der Zeit, als Schirmacher zum Beispiel seinen Methusalem-Komplott geschrieben hat, losging. Und für mich einer der wichtigsten Punkte ist wirklich auch dieses Thema Schulden. Wie halten wir es mit den Schulden und der Infrastruktur? Da komme ich gleich noch drauf. Ich möchte noch eine andere Vorbemerkung vorher machen, außer diesem breiten Ansatz, den ich gut finde. Das ist das Demokratiethema, das auch schon ein paar Mal angesprochen worden ist, auch heute Morgen in dieser Politikerrunde bei Ihnen. In dem Papier klingt es ja auch an, großes Problem, wir haben so viele alte Wähler jetzt schon, werden das perspektivisch haben, was heißt das für die Verteilungskonflikte der Zukunft? Ich wollte dazu einfach nur mal den Gedanken in die Runde geben, ob man wirklich da so einen Automatismus unterstellen soll, wie häufig getan wird. Also nicht nur, weil alte Menschen Enkelkinder oft haben und vielleicht altruistischer denken, als sie sind, sondern auch wenn sie keine haben. Ich glaube einfach, dass häufig überschätzt wird, wie stark Menschen durch das Merkmal Alter in ihrem Handeln geprägt werden. Also genauso wie ja nicht alle Frauen wählen und wie nicht Autofahrer irgendwie eine Partei wählen, die gegen das Tempolimit ist, sondern ihre Wahlentscheidung von anderen nicht die Städter unbedingt Politiker gut finden, die aus Großstädten kommen und all sowas, ist die Annahme, dass sozusagen ältere Menschen sich primär in ihren Wahlentscheidungen danach richten, was für ihre Altersgruppe getan wird, auch wenn das sie möglicherweise bei so einem Thema wie Mütterrente auch materiell persönlich betrifft, finde ich nicht sehr überzeugend. Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder mal länger in den Vereinigten Staaten aufgehalten, auch mal ein halbes Jahr an der amerikanischen Uni, aber auch für dieses Buch und andere Sachen immer wieder recherchiert bei amerikanischen Thinktanks. Man denkt, dass man von Amerika nicht so viel lernen kann beim Thema Demografie, weil es ja nicht so eine stark alternde Gesellschaft ist, weil die mehr Zuwanderung haben. Gleichzeitig kann man aber auch wiederum viel abgucken, weil diese Babyboomer-Generation, diese besonders geburtenstarken Jahrgänge, bei denen 10 Jahre älter sind als bei uns, das ist diese Hillary Clinton, Meryl Streep, Steven Spielberg-Generation, liegt daran, dass die Amerikaner direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Babyboom hatten. In Deutschland hat es 10 Jahre länger gedauert, weil dann erst der Aufschwung wirklich kam. Und viele Sachen, die sich jetzt bei uns so langsam andeuten, sind da immer schon viel früher passiert. Das fing auch mit den weißhaarigen Models in Jeans und so alles ein bisschen früher an als bei uns. Und den Titelgeschichten auf den Magazinen über die Menopause und solche Sachen habe ich neulich beim Stern mal gesehen, genau 10 Jahre, nachdem ich das zum ersten Mal bei einer amerikanischen Zeitschrift gesehen habe. Also viele Sachen der alternden Gesellschaft kann man sich da abgucken. Und eine Sache, die ich da gelernt habe, ist, dass es wirklich extrem unterschiedlich ist von Wahl zu Wahl, ob die Demografie, also das Alter, wirklich Wahlausgänge entscheidet oder nicht. Ein gutes Beispiel ist dafür Florida, was eben ja bekanntlich einen besonders hohen Altenanteil hat, wie auch Arizona mit Sun City und so. Auch wenn nicht alle Alten, die da sind, da gemeldet sind, aber es sind trotzdem eben sehr viele, die da wählen. Und Florida ist ein klassischer Swing State, das heißt, die Leute wählen mal so rum und mal so rum. Und wenn die alle nur nach ihren materiellen Interessen wählen dürften, würden, dann müssten die eigentlich immer demokratisch wählen, weil die einfach mehr für Medicare und Medicaid immer versprechen und so weiter und in vielerlei Hinsicht also eher eine Politik für die Älteren machen. Das ist aber überhaupt nicht so und das ist ja auch klar. Also wenn außenpolitisch gerade total viel los ist, dann ist einem vielleicht oder ein total charismatischer gegen einen total furchtbaren Präsidenten antritt und so weiter, sind natürlich nicht allein die Rentenversprechen entscheidend. Das mag auch manchmal eine Rolle spielen, aber ich würde auch davor warnen, das zu überschätzen. Also genauso wenig wie
wir uns dadurch bestimmen lassen, welches, also bei der Wahlentscheidung, welches Geschlecht wir haben, ob wir ausschließlich danach, ob wir einen Migrationshintergrund haben oder nicht und so weiter, würde ich auch davor warnen, so zu tun, als ob in einer alternden Gesellschaft automatisch alle Wähler nur Rentnerinteressen verfolgen würden. Das nur einfach mal so. Ich glaube, das wird total überschätzt. Und deswegen kann man da auch ein bisschen optimistischer rangehen. Und die Umfragen, die heute Morgen zitiert worden sind, von den Jungen, die sozusagen auch diesen Rentenpaketen zustimmen. Ich finde die Rentenpakete zwar furchtbar der Bundesregierung, aber es zeugt ja auch dafür, dass es eben weniger Generationen-Egoismus möglicherweise gibt, als oft unterstellt wird. Damit will ich aber die Bedeutung des Themas nicht schmälern, also auch wenn ich da den Alarmismus nicht teile. Ich glaube, es gibt genug andere Gründe, dieses Demografie-Thema ernst zu nehmen. Und ich glaube schon, dass es in alternden Gesellschaften generell ein bisschen mehr Probleme mit Zukunftsorientierung gibt. Weil man einfach eine längere Strecke hat, auf die man zurückguckt und nicht nur nach vorne. Ich finde, da ist Japan ein interessantes Beispiel. Und ich frage mich zum Beispiel manchmal, warum wir in Deutschland so viel über das Thema Bildung, aber wenig über Forschung sprechen. Das war so, in den 70er Jahren wurde das immer so in einem Atemzug genannt, so Technologiepolitik war mal eine große Sache, so die Ministerien für Bildung und Forschung wurde in einem Atemzug immer genannt. Ich habe so den Eindruck, so Zukunftstechnologien werden bei uns nach wie vor sehr stark, auch bei den Grünen, so als Bedrohung verstanden und es fehlt halt so inzwischen jede Euphorie dabei, dass technologischer Fortschritt unser Leben besser macht. Und nur mal als Frage so in den Raum gestellt, vielleicht hat das auch was mit einer alternden Gesellschaft zu tun und vielleicht heißt Zukunftsorientierung auch anders mit Forschungsausgaben umzugehen, anders mit neuen Technologien umzugehen und das nicht alles toll zu finden, aber sich einfach viel bewusster sozusagen offensiver, optimistischer der Frage zu stellen, was von diesen vielen Geldern, die da investiert werden, die Etats sind ja gestiegen über die Jahre hinweg, bezeichnenderweise man wie verwenden will. Also Forschungsthema, so Forschungspolitik so als total unterbelichtetes Thema, das man offensiv angehen kann. So, zu dem Papier selber habe ich mir 6 Punkte aufgeschrieben, das mache ich jetzt hoffentlich kurz und knapp. Erstens, Schulden und Infrastruktur. Finde ich gut, dass es der erste große wichtige Punkt in diesem Papier ist, von den inhaltlichen Themen, die so angesprochen werden. Ich finde trotzdem, ich finde, dass das Papier, obwohl ich alles teile, was Peter Siller gerade zum Thema Infrastruktur da ausgeführt hat und der Bedeutung und so weiter, man kann das auch noch emotionaler sagen, wenn man Kinder hat, die in die Schule gehen, dann ärgert man sich halt drüber, dass so ziemlich jedes Bürogebäude in Berlin-Mitte irgendwie bessere Toiletten hat, als so ziemlich jede öffentliche Schule, selbst in Prenzlauer Berg, das als so bourgeois gilt, ja. Und ich glaube, da braucht man den Leuten auch gar nicht viel erklären, das merkt jeder, wo die Probleme liegen. Trotzdem habe ich den Eindruck, an dieser Kardinalfrage, wie halten wir es mit dem Keynesianismus? Also nicht nur zu sagen, wir finden Schulden doof, aber Infrastrukturinvestitionen wollen wir trotzdem. Und auch nicht die Frage, wie kann man das machen mit dem Föderalismus und so, brauchen wir jetzt einen Fonds oder nicht? Das ist dann eine mechanische Debatte, die man auch führen muss. So, ne? Wenn wir Infrastrukturinvestitionen wollen, wie machen wir das, dass es auch in den Kommunen ankommt, ohne dass wir da Bund-Länder-Probleme kriegen? Aber letztlich die große Frage, ist es denn eigentlich falsch, Schulden skeptisch anzusehen als Belastung für die künftigen Generationen, wenn das Geld, das aus den Schulden stammt, für Investitionen in Infrastruktur verwendet wird? Das ist ja so eine keynesianische Kernthese, die viel Unterstützung gewonnen hat mit seit Beginn der Finanzmarktkrise, seit diese ganzen Konjunkturprogramme sozusagen salonfähig geworden sind und eigentlich diejenigen, die per se gesagt haben, Schulden sind immer irgendwie was auf jeden Fall nicht Nachhaltiges und Furchtbares, sozusagen mehr Unterstützung gefunden haben. Das ist eine große grundsätzliche ordnungspolitische Frage, die auch von vielen anderen noch nicht hinreichend beantwortet ist, aber unter anderem auch von diesem Papier nicht beantwortet wird. Oder wo ich auch das Gefühl habe, wenn die Grünen an diese Generationengerechtigkeitstraditionen anknüpfen wollen von früher oder die fortführen wollen, dann müssen sie da irgendwie eine gute Antwort drauf finden. Man kann natürlich trotzdem sagen, wir sind gegen Schulden und wir wollen mehr investieren, aber dann läuft es ja darauf hinaus, dass man bei den konsumtiven Ausgaben sehr stark steuert. Und das heißt dann eben für Investitionen, also das heißt dann nicht nur mit dem Ehegattensplitting kommen sie da nicht allein sehr weit, sondern das hieße dann im Zweifel auch wirklich weniger Kindergeld, nur Kindergeld nicht erhöhen oder keine Pendlerpauschale oder was weiß ich, was sie an direkten Transfers wegnehmen wollen. Wenn ich einfach nur so an den letzten grünen Bundestagswahlkampf denke, mit unpopulären finanziellen Versprechen,
ich habe da einfach Respekt davor, was Sie sich da vornehmen, und ja, bin gespannt drauf, wie Sie das dann operationalisieren. Also ich glaube einfach, das ist ein Thema, das alle weiter beschäftigen wird, auch im Zusammenhang mit diesem Erbschaftssteuerurteil, das im Herbst da kommt und heute, von dem heute auch schon mehrfach die Rede war. Auch da ist das Papier ja sehr mutig zu sagen, Generationengerechtigkeit heißt, wir wollen allen Generationen gleiche Chancen einräumen und deswegen an die Erbschaften rangehen bei der Besteuerung. Finde ich im Prinzip total unterstützenswert und bin trotzdem gespannt, wie Sie dafür genug Zustimmung finden. Einwanderung. Wir haben ja seit 3 Jahren in Deutschland steigende Einwohnerzahlen. Das Land schrumpft nicht mehr, was damit zu tun hat, dass die Zuwanderung so ausgeprägt ist im Moment. Und ich glaube, Deutschland steht jetzt innerhalb der OECD an Platz 2 nach den Vereinigten Staaten bei der Zuwanderung. Ich hätte da jetzt eher eine Kritik an den Grünen als an der Böll-Stiftung. Verzeihen Sie mir, wenn ich das immer so ein bisschen durcheinander oder wie Synonyme behandle. Ich habe immer den Eindruck, dass dieser ganze Einwanderungs- und Migrationsdiskurs der Grünen so stark durch das Thema Flüchtlinge, humanitäre Flüchtlingspolitik dominiert wird, dass eigentlich die Frage, wie sieht eine Einwanderungspolitik aus, die den Anforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht wird, dabei so ein bisschen zu kurz kommt. Das ist ja auch ein total schwieriges Thema. Wie machen wir das, dass wir Leute, die qualifiziert sind, nicht nur reinlassen, sondern auch herlocken? Da ist dann immer so viel von der Willkommenskultur die Rede. Ich glaube, das wird nicht reichen. Man hat immer den Eindruck, da wäre in Deutschland jetzt unheimlich viel passiert in letzter Zeit, weil die Asylgesetzgebung sich ein bisschen geändert hat, weil die Arbeitsmarktgrenzen, also Asylbewerber nicht nach 9 Monaten, sondern schon nach 6 Monaten arbeiten dürfen. Aber wenn man bedenkt, was für Leute zum Teil aus Syrien nach Deutschland gekommen sind mit Ingenieursdiplomen und so weiter, da kann man einfach fragen, warum dürfen die nicht Tag 2 arbeiten und all diese Dinge. Ja? Also wie macht man eine moderne Einwanderungspolitik unter ökonomischen Gesichtspunkten nach auch Nützlichkeitskriterien? Und das ist, glaube ich, eine Sache, mit der die Grünen irgendwie ein Problem haben, weil das heißt, dass einige draußen bleiben, dass man nicht alle gleich willkommen heißt. Und ich fände das richtig. Ich glaube, man kann es auch nicht anders machen in einem Land, das wie diese ganze Debatte um Sozialmissbrauch, die Erfolge der AfD beim Thema Einwanderung in die Sozialsysteme, Kindergeld für Bulgaren und Rumänen und so weiter gezeigt haben. Ich glaube, man kann es auch nicht anders machen, indem man irgendwie als Politik definiert, wer kommen kann, unter welchen Kriterien, wen man im Land haben will und wen nicht, weil die Zuwanderung wird in der globalisierten Gesellschaft zunehmen und selbstverständlicher werden und es wird mehr Flüchtlingsströme geben, nicht weniger. Und ich glaube, wenn man nicht den Mut hat, das zu definieren und zu sagen, wir wollen bestimmte Leute mehr und andere weniger, dann überlässt man das Thema den Populisten. Und das würde ich mir von Ihnen irgendwie anders wünschen. Ja, auch das ist so erstens richtig und zweitens eine Überforderung für uns hier heute, glaube ich, das zu diskutieren. Okay, können wir vielleicht gleich nochmal fortsetzen in der Debatte. Ich würde gerne noch 2 andere Punkte machen, wenn das okay ist. Das Demografiethema, das mich am meisten beschäftigt und das hier in dem Papier kurz angesprochen ist, wo ich aber den Eindruck habe, das ist wirklich eins, das in Deutschland im Moment ein bisschen zu kurz kommt. Bei ganz vielen Bereichen ist ja viel passiert. Vor 5 Jahren hätte ich gesagt, lebenslanges Lernen ist das große Thema. Warum sind wir da so sehr diesem Senioritätsprinzip verhaftet? Warum ist das so selbstverständlich, dass die Leute dann irgendwie auf so, glaube ich, es hat so ein Lernprozess stattgefunden. Heute würde ich sagen, bei dem großen Thema Zeitpolitik, das ja auch hier angesprochen worden ist, heute Morgen auch von Katrin Göring-Eckardt, kommt immer dieser Gedanke Lebenszeitpolitik zu kurz. Also das, was Soziologen wie Hans Bertram von der Humboldt-Uni so als Rush-Hour des Lebens bezeichnet haben, das haben zwar viele Leute schon mal gehört und nicken dann, wenn das mal so angesprochen wird, aber ich glaube, so die Übersetzung, was es heißt, wenn man dieses Problem ernst nimmt und zu sagen, wenn wir alle so alt werden
oder die meisten von uns, dann müssen nicht unbedingt in diesen wenigen Jahren, wo man Kinder hat, wo man erwerbstätig in die Erwerbstätigkeit gerade reinwächst, dann muss das möglicherweise nicht immer alles gleichmäßig gleichzeitig passieren und schon gar nicht für junge Paare, die viel selbstverständlicher als früher auf zwei Einkommen zählen in der Familiensituation als eins. Was das alles heißt und wie man das machen kann, da finde ich, wird in Deutschland eigentlich immer nur über das vordere Ende, eine andere Arbeitszeitgestaltung für junge Eltern, Vätermonate und so weiter gesprochen und eigentlich nicht über Teil 2, Wiedereinstieg nach der Kinderphase, wie sieht längeres Arbeiten aus und so weiter. Also auch wenn wir jetzt über flexibles Renteneintrittsalter und so sprechen, aber das ist nicht das, was ich meine, sondern ich glaube, das geht viel, viel weiter und grundsätzlicher. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder lange über dieses Thema mit Anne-Marie Slaughter gesprochen. Die ist ja nicht nur eine Expertin für Sicherheitspolitik und ehemalige Planungsstabschefin von Hillary Clinton, sondern auch jemand, der sich mit Familie- und Gender-Themen viel beschäftigt, die diesen viel weltweit rezipierten Aufsatz geschrieben, Why Women Still Can't Have It All. Und ihre Bottomline, als sie damals ausgestiegen ist als Planungsstabschefin bei Clinton, um sich um ihre beiden Söhne zu kümmern, die übrigens auch keine Kleinkinder waren, sondern ich glaube so 8 und 11, war, dass sie gesagt hat, also wenn Hillary in 10 Jahren hier Präsidentschaftskandidatin wird, dann kann ich da auch wieder einsteigen. Wir sind so ein tolles Team und diese Zeit mit meinen Jungs, die kommt nicht wieder und die brauchen mich jetzt und das mache ich jetzt einfach. Und das würde natürlich in Deutschland keine Frau Mitte 40 machen, weil das ein absoluter Irrglaube wäre zu denken, man könnte mit Mitte 50 dann nochmal einsteigen. Wir haben aber auch keinen Kanzlerkandidaten, der mit 69 antritt. Natürlich gibt es auch in Amerika eine Oma-Debatte jetzt und es gibt Debatten über den Gesundheitszustand von Hillary Clinton und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie es trotzdem schafft, ist ja trotzdem relativ groß und sie wird wohl nominiert werden und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass alle 55-Jährigen super leistungsfähig sind und oder alle 65-Jährigen und jederzeit alle Herausforderungen neu annehmen können, sondern dass man einen stärker individualisierten Blick aufs Alter braucht. Und eigentlich meine liebste Demografieforscherin, Hilke Brockmann von der Jakobs-Universität in Bremen, die ich wirklich für ihre Forschungsergebnisse echt bewundere, die macht auch viel Glücksforschung und so, die sagt immer, also die forscht eigentlich seit Jahren über das Thema Alter und sagt trotzdem immer, sie hält Alter eigentlich für überschätzt. Weil ab einem gewissen Lebensalter die Frage, wie schnell man altert, wie leistungsfähig man ist und so weiter, so extrem voneinander abweicht, dass dieses Geburtsjahr oft sehr, sehr wenig über die mentale Verfasstheit aussagt. Also der verstorbene Altersforscher Baltes hat dafür immer dieses Beispiel gebracht, also wenn man ein Klassentreffen von 15-Jährigen hat, dann sehen die alle ungefähr gleich aus, die haben die gleichen Jeans an und hören die gleiche Musik und so weiter. Wenn man ein Klassentreffen von 65-Jährigen hat, dann sehen einige aus, als hätten sie hätte da jemand seinen Sohn mitgebracht und bei anderen, als wäre der Vater dabei. Weil im Alter eine sehr individuelle Sache ist, übrigens auch ganz viel mit materiellen Ressourcen hat. Und das wird natürlich immer stärker so sein mit fortschreitenden Gesundheitsentwicklungen und was weiß ich, Schönheits-OPs und so weiter, wird die Frage, wie jugendlich, wie fit, wie gut ernährt man ist und so weiter, eben auch innerhalb einer Altersgruppe immer stärker voneinander abweichen. Also Jugend ist in gewissem Maße eben auch käuflich. Und deswegen glaube ich, dass die Generationen in Zukunft, also auch gerade die Älteren, sehr viel heterogener sein werden als heute. Und meine Idealvorstellung wäre eigentlich, dass wir da auch, ich glaube, das Thema Altersdiskriminierung wird in Deutschland auch noch ein großes werden mit den vielen alternden Babyboomern und so. Meine Idealvorstellung wäre eigentlich, dass man wirklich sich da einen radikal anderen Blick auf das Thema Alter zulegt, zu dem Ergebnis kommt, dass man genauso wenig, also dass man vielleicht sogar so einen Begriff wie Altersrassismus in den Mund nimmt. Also vielleicht auch eine Partei wie die Grünen, die sehr bewusst immer waren beim Thema Migration, beim Thema Gender und so weiter, oder Religion, dass man Menschen nicht aufgrund von biografischen Merkmalen definieren sollten, das auch beim Thema Alter nicht tun, sondern einen stärker individualisierten Blick darauf haben. Dann habe ich noch meinen Lieblingspunkt, Subsidiarität. Zwei Sätze und dann bin ich fertig, okay? So ein Lieblingsthema von mir, darüber habe ich auch bei dieser Demografiekommission damals mitgeforscht.
will ich nur kurz loswerden, weil ich glaube, dass es ein tolles Thema für die Grünen ist. Es gibt halt eine große Neigung, gerade beim Thema Alter, Rente und so weiter, immer entweder mit total staatlichen oder total privatwirtschaftlichen Lösungen zu kommen. Und wir leben ja in einer Zeit, wo das ganze Thema Nachbarschaft, Teilen, Share Economy, alten WGs und so totaler Mainstream geworden ist und die Grünen eigentlich eine Partei sind, die damit früher angefangen hat, wo das zur Kultur, zur DNA sozusagen dazugehört. In diesem halbstaatlichen Bereich sozusagen, wo man Mischformen finden muss aus Staat, der ermöglicht, der koordiniert, aber Ehrenamtlichen, die dann selber machen. Und ich glaube, gerade bei so einem Thema wie Pflege, wo wir eine Teilkaskoversicherung haben in Deutschland, ist auch nicht finanzierbar, wirklich ist das alles staatlich zu lösen, liegen ganz viele Antworten in diesem Bereich. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man auf diesem Pfad auch bleibt. Das ist, glaube ich, für viele großen Familienthemen, für viele Demografiethemen sozusagen der richtige Weg zu sagen, was kann man eigentlich in diesem Zwischenraum zwischen rein staatlichen und rein privaten Lösungen irgendwie da auf den Weg bringen und da auch einfach sozusagen den Erfindungsreichtum, der sich kommunal abzeichnet, für Antworten zu diesem Thema nutzen. Okay. Vielen herzlichen Dank für diese vielschichtige Kommentierung. Sven-Christian Kindler. Ja, ich will mich am Anfang auch erstmal bedanken für die Einladung und auch für das spannende Papier, das ihr geschrieben habt. Wenn wir ein paar Punkte jetzt begrenzen, sowohl zur Debatte um Generationengerechtigkeit als auch das Papier, was ich als guten Ausschlag begrüße, weil es, glaube ich, da auch einen neuen Ansatz wählt. Die Debatten um Generationengerechtigkeit sind ja gar nicht so alt in Deutschland. Es ist ein Thema, das eigentlich, soweit ich das nachverfolgt habe und nachgelesen habe, erst vielleicht 15, 20 Jahre alt sind, in den 2000ern auch schon mal groß waren. Da finde ich eine sehr einseitige, auch zum Teil eine Privatisierungslogik, zum Teil eine neoliberale, hegemoniale Diskurslogik hatten. Und das Papier grenzt davon auch klar ab. Das finde ich gut, dass man das da auch gesagt hat. Zum Beispiel sehe ich das beim Renten- und Gesundheitssystem, wo man ja auch klar sagt, dass es da um eine in der Schlussfolge um eine Bürgerversicherung geht und damit auch ein anderes Finanzierungsmodell als heute, was, glaube ich, richtig ist. Und gerade auch das Bekenntnis zum Umlagesystem in der Rente ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, weil nämlich nachher ökonomisch nur der, also Staat dann auch garantieren kann, in der Konsequenz ist, natürlich kann man betriebliche private Altersvorsorge als Zusatzbausteine haben, aber in der Kernkonsequenz muss, glaube ich, der Staat das garantieren, dass nachher auch ältere Menschen am gesellschaftlichen Wohlstand weiter partizipieren können und damit das auch ökonomisch sichern. Die Finanzierungskosten bei privaten Altersversicherungen sind viel höher als bei der staatlichen Rentenversicherung. Die explodierenden Finanzmärkte haben auch gezeigt, dass das sehr unsicher ist. Aber dass auch das jetzige Rentensystem, das ja auch heute Morgen auch schon gehört, auch Finanzierungsprobleme hat. Deswegen muss man da auch über neue Wege gehen. Ich glaube, die Einbeziehung von Politikern, Beamten, aber auch von Kapitaleinkommen, glaube ich, sehr wichtig ist, um eine breitere Finanzierungsbasis bei der Rente zu haben. Da muss man aber auch, glaube ich, konzeptionell auch nochmal arbeiten. Das ist, glaube ich, also das ist anders als bei der Gesundheit, wo das auch eine große Reform ist. Das ist auch dafür braucht man mehrere Jahre, wie man Beamte und andere Selbstständigen mit einbezieht. Das ist das bei der Rente aber noch viel größer, weil das ja dann um auch Generationenfragen geht, weil man nämlich dann mit alten Ansprüchen und neuen Ansprüchen zu tun hat. Und gerade wenn man ins Beamtensystem rangeht, wird das noch viel, es ist einfach wirklich eine Aufgabe von Jahrzehnten, das zu machen. Das muss man sich, glaube ich, dem Bereich klar machen, aber dass man da auch klar hat, dass das ein solidarisches System sein muss, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe mich bei diesem Papier und auch dieser ganzen Debatte, glaube ich, gefragt, was ist einerseits Generation, was ist einerseits Generation die demografische Frage und was hat andererseits mit der Zukunft zu tun? Und das sind beides Sachen, die zusammenhängen, aber die ich, glaube ich, gerne nochmal auch ein bisschen unterscheiden würde, ob man lieber von zukunftsorientierter Politik redet oder ob man von generationengerechter Politik redet. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir diskutieren sollten, ob das immer eins zu eins zusammenhängt. Denn zum, glaube ich, bei der Frage Generationengerechtigkeit finde ich im Papier gut, dass ihr das verschieden definiert habt. Also da habt ihr ja auch das nochmal aufgeschlüsselt habt. Zum Beispiel, dass ihr klar gemacht habt, Generation ist natürlich, kann nie identitätsstiftend sein, weil natürlich
Menschen in ganz verschiedenen sozialen Gruppen sind, dadurch auch ihre Identität herkommt nach Ahatya Zen und dass eben verschiedenst, also dass es keinen Generationenzusammenhang so weit gibt, weil ich zum Beispiel, ich bin aufs komme aus einer Bildungsaufsteigerfamilie, aber bin aufs Gymnasium gegangen. Ich habe mit Hauptschülerinnen und Hauptschülern schon während meiner Zeit vielleicht noch auf der Orientierungsstufe zu tun gehabt, später gar nicht mehr. Und jetzt auch in meinem Umkreis ist das so, dass sich das sehr stark nach sozialen Milieus, sozialen Schichten ausdifferenziert, Bildungsmilieus und dass es eine zunehmende soziale Spaltung auch in dieser Gesellschaft gibt, nicht nur materiell von Einkommen und Vermögen her, sondern aber auch von kulturellen Fragen. Wo begegnen sich eigentlich noch Menschen in einer individualisierten Gesellschaft, wenn große kollektive Zusammenhänge wie Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Verbände weniger werden und es mehr zu einer Individualisierung auch kommt, was Vorteile hat, was aber auch, wie gesagt, negative Punkte hat. Also wo ist da noch der große Generationenzusammenhang? Den sehe ich bei meiner Generation so nicht. Ich glaube, für bestimmte Leute, und da würde ich, gibt es eben bestimmte Fragen, so Internet ist ein Punkt, glaube ich, der die gesamte junge Generation durchzieht, dass man digital aufgewachsen ist. Ich kann mich noch in die Zeit ohne Handy und ohne Internet erinnern, aber für Leute, die jetzt vor 10 Jahren geboren sind oder 15 Jahren, wird das nicht mehr der Fall sein. Aber sonst gibt es viele materielle, sozialökonomische Fragen, die sich da sehr stark, glaube ich, nochmal kulturell und materiell unterscheiden. Zweitens zur Demografie finde ich auch gut, was Ralf gesagt hat, kein Alarmismus, kein Generationenkrieg, Generationensolidarität, das so ist auch unser Projekt, was du angesprochen hast, Philipp, jung und älter zu verstehen, unsere Bürgermeisterin Ingrid Lange in Hannover, die ist mit 62 Jahren Bürgermeisterin geworden, also dann Stellvertreterin vom Oberbürgermeister für uns Grüne, kam spät zu den Grünen, kam aus der Flüchtlingspolitik, aus dem Kirchenasyl, ist dazu gestoßen, war 10 Jahre Bürgermeisterin, war extrem beliebt, hat sich sehr stark eingebracht, ist immer noch eine Powerfrau, die ganz viel macht und wir haben das Projekt, auch nachdem sie mit 72 als Bürgermeisterin aufgehört hat, immer noch weitergeführt, dass wir abwechselnd zum Beispiel Schulklassen und Altersheime besuchen und da versuchen auch dann für Generationensolidarität und verschiedene Perspektiven zu werben und ich kann auch nur wahrnehmen, dass es da eine große Bereitschaft gibt, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und auch Solidarität zwischen den Generationen. Trotzdem finde ich im Papier, ist mir das bei der Demografie, bei dieser ganzen Frage Rente etwas, weiß ich nicht, ein bisschen zu einseitig. Also da ist so diese, da hast du was angesprochen, Ralf, 3 Erwerbstätige heute finanzieren eine Rentnerin, einen Rentner, vielleicht 2050 1,8 oder 2. Jetzt ist es so, dass demografische Prognosen immer sehr schwierig sind. Das Statistische Bundesamt rechnet mit sehr vielen verschiedenen Varianten nachher für die Bevölkerungsentwicklung. Wenn man in die Vergangenheit schaut, gab es sehr viele Ereignisse, die man nicht vorhersehen konnte und in den Jahren Fortschreibung in die Zukunft schwierig ist. Natürlich weiß man jetzt über die Geburtenraten, aber die Fragen von Zuwanderung sind zum Beispiel damit einzubeziehen. Wir müssen mit einbeziehen bei dieser Frage, und das habt ihr im Papier ja auch gemacht, was ich richtig finde, wie viel Geld geben wir andererseits für Kinder aus? Wenn es weniger Kinder und Jugendliche gibt, ändert sich auch der Quotient, wie viele Menschen eigentlich Erwerbstätige finanzieren müssen, weil die heute auch ja schon Kinder und Jugendliche finanzieren, wie ihr zu Recht schreibt, finde ich, zu sehr alleine und zu wenig mit staatlicher Unterstützung. Aber auch das sind Sachen, die man, glaube ich, einbeziehen muss. Ich habe mir mit der Vorbereitung nochmal, und ich will das einfach nur reingeben, nochmal den Statistikprofessor Gerd Bosbach, der ja ein starker Kritiker der Demografie ist, angeguckt. Der sagt zum Beispiel, ja, von 1900 bis 2000 gab es große Fortschritte in der Moderne. Die Lebenserwartung ist in Deutschland um 30 Jahre gestiegen. Jugendliche gingen von 44% auf 21% zurück und der Anteil der 65-Jährigen ist von knapp 5% auf 17% gestiegen. Trotzdem hat man die Arbeitszeit von 60 Stunden, die war 1900 waren, deutlich reduziert. Man hat die Rente, die war damals bei 70 war, deutlich reduziert, weil man Wohlstand anders verteilt hat. Man hat Wohlstand geschaffen und Wohlstand anders verteilt. Also der Aufbau des Sozialstaates war eine richtige Antwort auch. Und es geht nachher auch bei der Frage Demografie um die Frage der Verteilung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das sieht. Wir haben in jeder Generation auch arm und reich und es gibt Verteilungskonflikte zwischen Generationen, aber es gibt noch viel stärker Verteilungskonflikte innerhalb einer Generation. Und da muss man, glaube ich, auch gucken, wie das nachher, wie weit man Prognosen, die 30, 40 Jahre in die Zukunft gehen, mit sehr großer Vorsicht genießt. Das würde ich da raten. Und da in dem Zusammenhang fehlt mir in dem Papier Arbeit. Also du hast das angesprochen, Ralf.
die Frage der Wertschöpfung, die Frage, wie produzieren wir eigentlich in Zukunft, aber ich finde die Frage Produktionsbedingungen und Arbeitsbedingungen, das ist die Grundlage auch für ökonomischen Erfolg und auch für diese Gesellschaft im Kern, ist mir da zu wenig. Wenn du dir die Arbeitsbedingungen heute anguckst von jungen Menschen, dann gibt es, ich bin Mitglied auch in IG Metall, die IG Metall führt seit Jahren eine Jugendstudie durch, wo sie dann in eine wissenschaftliche Untersuchung junge Menschen befragen lässt. Und die letzte Ergebnis unter anderem von 2012 war, dass ein Drittel der jungen Menschen, also bis 35, die in Arbeit sind, atypisch beschäftigt waren. Also von befristeten Verträgen, Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträgen etc. Also nicht das klassische Arbeitsmodell haben, das zum Beispiel mein Vater noch erlebt hat, wobei der auch dann den Job vor ein paar Jahren wechseln musste, aber dass so das klassische alte bundesrepublikanische Arbeitsmodell war. Und das ist ja nicht nur alles positiv, das muss man dialektisch sehen, also natürlich kann es auch Freiheitsgewinne dadurch geben, aber wie schaffst du die Sicherheit dabei, wie schaffst du eigentlich Planbarkeit, da kommst du dann ganz schnell zur Zeitpolitik und zur Frage von Familienpolitik, wenn nämlich junge Menschen heute zu wenig das planen können, zu wenig Sicherheit haben, wirst du auch wenig Anreize schaffen können, junge Menschen sich für Kinder entscheiden, glaube ich. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist in dem Zusammenhang. Und das wird, glaube ich, nachher auch nur über Kräfteverhältnisse gehen. Der Fachkräftemangel wird da nicht alles lösen. So, weil nämlich die Frage ist, für wen gilt der Fachkräftemangel? Gilt der Fachkräftemangel für die Historikerin? Gilt er für die Germanistin? Gilt er für die Geringqualifizierten? Oder gilt er vor allen Dingen für die MINT-Berufe? Das ist auch die Frage. Also über welche Gruppen reden wir dann beim Fachkräftemangel? Und welche Gruppen reden wir bei der Zeitpolitik? Rede ich bei der Zeitpolitik über Menschen, die aus dem grünen nahen Milieu kommen? Oder rede ich über die Lidl-Verkäuferin, die auch dann nachher, finde ich, das Recht hat, irgendwie auf ein gutes Arbeitsverhältnis, aber für die wird sich die Lage gegenüber den Arbeitgebern nicht bessern, sondern da geht es weiter um Gewerkschaften und da wird es weiterhin auch soziale Auseinandersetzungen, Arbeitskämpfe geben, die in dem Bereich wichtig sind. Den letzten Punkt will ich machen zur Frage Investitionen. Wir haben das auch schon in diesem Haushalt, gestern wurde Haushalt 2014 abgeschlossen, im September fangen wir in Haushalt 2015 an. Unser Motto in diesen Haushaltsberatungen als Grüne war schon, investieren statt subventionieren. Also wir haben das ganze Thema Zukunftsinvestitionen groß nach vorne gestellt, weil wir gesagt haben, das ist neben der finanziellen Verschuldung, die wir haben, das eigentlich das große Defizit in diesem Haushalt, weil das nämlich die Schulden von morgen sind, das sind die Kosten von morgen und übermorgen, wenn wir jetzt nicht die negative Investitionsquote, die es staatlich gibt, beseitigen. Und wenn wir über die Investitionsquote reden, dann reden wir über eine alte Investitionsquote. Das heißt, das, was Peter gerade beschrieben hat, das wäre ja ein moderner Investitionsbegriff, der eben auch soziale Infrastruktur, der auch Bildung, der wirklich auch der Investitionen, die nachher eine positive Rendite für die Gesellschaft haben, mit einbezieht. Der alte Investitionsbegriff geht aber sehr stark auf Bau, auf Beton, auf den Neubau von Straßen. Das ist alles wichtig, glaube ich, zu adressieren auch, weil natürlich wir auch Straßen und Brücken erhalten wollen. Also statt neuen unsinnlosen Autobahnen zu bauen, wollen wir die Verkehrsinfrastruktur, die da ist, auch erhalten. Wir haben deswegen, weil es ja auch um konkrete Optionen geht, vorgeschlagen, dass man zum Beispiel im Verkehrshaushalt, wir haben einen kameralen Haushalt, dass man da zum Beispiel darlegt, was ist eigentlich das öffentliche Vermögen im Verkehrshaushalt. Das siehst du im Bundeshaushalt nicht. Du siehst deswegen auch nicht, was musst du eigentlich leisten, was wird abgeschrieben, was musst du leisten, um das zu reparieren, was da ist. Man kann leicht am kameralen Haushalt eine Vermögensbilanz zum Beispiel ranführen. Das wäre konkret, würde man damit auch das öffnen und für die Haushaltsberatung das sichtbar machen. Und im Gegenzug haben wir gesagt, Subventionen abbauen ist extrem wichtig, also Subventionen, die eben gerade klimaschädlich sind, wollen wir zum Gegenteil abbauen, damit wir da im Haushalt die Zukunftsorientierung hinbekommen und haben auch klargelegt, welche Investitionen notwendig sind. Aber über den Investitionsbegriff müssen wir, glaube ich, nochmal reden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie man da dann auch Bildung und soziale Infrastruktur reinkriegt, ohne dass man dass das für konsumtive Aufgaben ist. Also nehme ich zum Beispiel Lehrergehälter mit rein. Das ist eine klassische Frage. Es ist gar nicht so einfach, wie man das dann definiert. Letzter Punkt, Ökologie, glaube ich, ist als zentraler Punkt wichtig, dass man das nach vorne stellt. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptaufgabe der Grünen. Also weil davon, dass die zentrale Krise, zentrale Herausforderung im 21. Jahrhundert ist nachher der Klimawandel.
ökonomisch, ökologisch, aber auch übrigens sozial. Also die Frage ist ja, wenn wir über unsere Gesellschaft reden, wenn wir über Europa reden, aber auch wenn wir über Nordafrika und die Welt reden, dann ist das eine zentrale soziale Frage, die die Lebenschancen jetzt schon von Menschen, wo wir 0,8 Grad Erderwärmung haben, massiv beeinträchtigt. Der größte Grund, weltweit zu fliehen, sind mittlerweile Umwelt- und Klimakatastrophen, und das wird sich noch verstärken, wenn wir auf 2 Grad zu rasen. Momentan rasen wir gerade, wenn es so weitergeht, auf 4 Grad zu. Und da, glaube ich, müssen wir Antworten finden, wie wir das auch in unserer Gesellschaft sozial bearbeiten, und da komme ich zurück zu meinem Anfang, weil ich glaube, die Frage ist, wie können wir eigentlich Zukunft adressieren? Wir haben momentan das Phänomen, dass alle Menschen, Angela Merkel, die Wahl gewonnen hat, weil sie die permanente Gegenwart und keine Veränderung versprochen hat. Und wie können wir als Grüne eigentlich einen modernen Zukunftsbegriff nach vorne stellen, um so Menschen auch zu überzeugen, dass es notwendig ist, jetzt was zu ändern, anstatt nur den Status quo zu verwalten? Vielen Dank. Ich gebe gleich weiter sozusagen unter diesen vielen Stichworten, aber will ich gleich den Spielverderber spielen, sich jeweils nur eins herauszugreifen, sonst kommen wir mit der Zeit nicht hin. Ja, ich mache vielleicht mal den Anfang. Ist das Mikro an? Ja, vielen Dank. Sie haben ja gleich Gelegenheit, ausführlich in den Workshops weiter zu diskutieren, und nehmen Sie das mal vielleicht so als kleine Anzündhilfe für alle weiteren Gespräche, die gleich folgen werden. Ich mache es ganz kurz, damit Ralf Füchs dann nochmal die Möglichkeit hat, zu ein paar Punkten, von denen ich jetzt schon weiß, dass sie ihn umtreiben, zu reagieren. Ich habe mir 2 Fragen rausgesucht, wo es sich wirklich lohnen würde, weiterzudenken und weiterzusprechen. Und ich ziehe die 2 Fragen jetzt auch deshalb mal raus, weil ich glaube, dass es da auch im grünen Milieu und im grünen Bereich Paradoxien gibt, wo wir nicht sagen können, da haben wir schon die Antwort, sondern wo man sich auch vielleicht mal streiten muss. Die eine Frage war von Elisabeth Nier, wie halten wir es mit dem Keynesianismus und sind Schulden ein Problem? Ich würde mal aus der Sicht unseres Papiers sagen, dass wir erstens Schulden tatsächlich für ein Problem halten, anders als Herr Keynes, spätestens in dem Moment, in dem durch die Schulden kein Gegenwert für die Zukunft entsteht. Bei Keynes kann man ja bekanntlich auch Pyramiden bauen oder andere sinnlose Investitionen tätigen. Hauptsache sozusagen, die Wirtschaft bleibt in Gang. Das ist die Pointe bei Keynes. Und bei aller Freundschaft mit der Wirtschaftsredaktion der Zeit und auch Marc Schieritz, der das ja sehr stark promotet, scheint uns dieser alte Keynesianismus nicht die richtige Lösung. Wenn man Keynes weiterentwickelt, so wie Sven Kindler das jetzt auch angemahnt hat, dass man nämlich nochmal substanziell den Begriff der Zukunftsinvestitionen nach vorne stellt, dann kann man sollte man auch wieder über Keynes reden. Die Grünen haben natürlich das große Problem, dass sie jetzt in der Demografiedebatte sagen, wir kompensieren das mit Verteilung, das sehen wir auch so, plus mehr Wertschöpfung und Produktivität, und gleichzeitig fremdelt ein Teil der Grünen natürlich enorm mit der Idee der zukünftigen Produktionssteigerung und Wachstum und Wertschöpfung. Ich meine, aus der Debatte sind wir halt leider nicht raus, aber Keynes Revisited Modern wäre da uns sehr nahe. Der zweite Punkt, ganz schnell noch, dass es keinen Automatismus gibt zwischen Alter und Altersklientelismus, das glauben wir auch. Deswegen sagen wir ja auch, wir brauchen da eigentlich keine Sachverständigenräte, oder heute Morgen hieß es auch, hat die Demokratie ihre immanenten Grenzen erreicht? Ganz klare Antwort, nein, sie hat sie nicht erreicht, weil Demokratie heißt immer Streit um Interessen. Aber mit Blick auf die ältere Generation, das würde ich schon sagen, auch zum Beispiel bei aller Liebe zu meinen Eltern, man muss wahrscheinlich schon nochmal ansprechen, was die Gemeinwohlverantwortung der Demokratie meint und was es heißt, nicht als Interessensverband zu sprechen, sondern im demokratischen Raum, was wir ja alle immer als Antworten aufs Gemeinwohl begreifen mögen, und in dem Sinn ist es auch nicht so, also reicht es wahrscheinlich nicht aus, einfach den Status quo der Demokratie für ausreichend zu erklären, sondern da ist wahrscheinlich schon so ein neuer demokratischer Ethos, gerade in der Generationengerechtigkeitsfrage, von uns allen gefragt.
Vielen Dank, gut. Ralf. Ich würde gerne mal über ein paar Zielkonflikte nochmal reden. Und mit Sven Kindler anfangen, wenn du, Sven, sagst, die demografische Entwicklungen über 30, 40 Jahre lassen sich schlecht prognostizieren. Jein. Bitte nichts in die Tasche lügen, was die großen Basistrends betrifft. Ja, sozusagen die von jeder Generation zur nächsten abnehmende Zahl von potenziellen Eltern bei einer gleichzeitig extrem niedrigen Geburtenrate, die deutlich unter der Reproduktionsrate der Bevölkerung liegt, also 2,1 Kinder im Schnitt pro Frau wäre nötig, um sozusagen den Status quo zu sichern. Wir liegen bei etwa 1,4 und es deutet nichts darauf hin, dass das signifikant wieder ansteigen wird. Vielleicht leicht, würde mich freuen. Ich finde es gut, wenn eine Gesellschaft so optimistisch ist, dass sie Kinder bekommt. Darin ist eine Spirale nach unten programmiert. Und das kann man auf die nächsten 30, 40 Jahre ziemlich exakt berechnen. Und dann gibt es ein paar Variablen. Zu diesen Variablen gehört Erwerbsquotient, also das Maß an Erwerbsbeteiligung. Das ist eine Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch eine Frage der Qualifizierung, zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten oder von Jugendlichen mit schlechtem Bildungsabschluss. Und dazu gehört natürlich die Frage der Einwanderung. Das ist ja alles sagen, im Modell durchgerechnet. Was bedeutet eine Einwanderung von netto 200.000 plus pro Jahr, von 300.000 plus pro Jahr, 400.000 plus pro Jahr? Dann muss man aber fragen, ist diese Gesellschaft sowohl mental wie finanziell bereit, eine jährliche Nettoeinwanderung zwischen 400.000 und 500.000 Personen zu akzeptieren? Ja, das hat nämlich ziemlich heftige Konsequenzen. Das ist eine radikale Veränderung natürlich kulturell der Gesellschaft, aber das bedeutet auch eine hohe Investitionsbereitschaft in die Integration dieser Migrantinnen und Migranten. Und das führt uns zum Beispiel in Konflikt mit einer, gerade bei den Grünen, Arbeitspolitik, die sagt, möglichst hohe Arbeits- und Sozialstandards, möglichst hoher Mindestlohn, möglichst kurze Arbeitszeiten, möglichst hohe Sozialabgaben. Das ist nicht gerade integrationsfreundlich für Migrantinnen und Migranten. Integration läuft nämlich über Arbeitsmärkte. Und es wird auch nicht so sein, dass wir künftig, sagen Elisabeth Nia, jetzt nur noch die Hochqualifizierten in die Bundesrepublik holen werden, bei denen das alles kein Problem ist. Also dann muss man anfangen, sich mit den Zielkonflikten der eigenen Politik etwas ernsthafter auseinanderzusetzen. Das gilt auch für diese ganze Investitionsfrage. Ich stimme völlig überein, dass die Schuldenbremse, also das Verbot von Nettokreditaufnahmen, nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist eine Art Notbehelf, weil die Politik sich nicht selbst über den Weg traut. Dafür gibt es ja gute Gründe aus der Erfahrung. Rational wäre, dass die Schuldenaufnahme die Nettoinvestitionen nicht überschreiten darf. Aber im Moment sind wir nicht mal in der Lage zu ermitteln, was Brutto- und was Nettoinvestitionen sind. Nettoinvestitionen, das wären die nach Abschreibung. Also nachdem man das Anlagevermögen ersetzt hat, was investieren wir tatsächlich zusätzlich? Das würde mal voraussetzen, dass wir nicht nur kameralistisch rechnen, sondern dass wir tatsächlich eine, sagen, kaufmännische Bilanzierung hätten für das öffentliche Vermögen. Finde ich absolut richtig und sagen erstrebenswert. Dann könnten wir nämlich tatsächlich sagen, wir haben einen Finanzierungs-, einen Kreditspielraum, der den Nettoinvestitionen entspricht, weil das den Reichtum der Gesellschaft vergrößert. Und dann gibt es eine politische Auseinandersetzung darüber, was Zukunftsinvestitionen sind. Das kann man nicht gesetzlich definieren. Das ist eine politische Streitfrage, was man als Zukunftsinvestitionen rechnet.
Und ganz bestimmt nicht die Finanzierung von Personal. Also damit macht man wirklich die Büchse der Pandora, sagen auf. Hier sitzen welche im Publikum, die das ziemlich genau kennen aus der seinem politischen Praxis. Also da gibt es noch viel Diskussionsbedarf, aber eben auch viel Reformbedarf in der Art, wie bisher öffentliche Haushalte organisiert sind, dass wir mehr Atmenmöglichkeiten von atmenden Haushalten brauchen, halte ich für völlig richtig. Und zum Schluss, das fand ich toll von Elisabeth Nia, das hatten wir nämlich, steht zwar ein bisschen im Papier, aber wir haben es nicht vorgetragen, diese ganze Frage des Zwischenraums zwischen Staat und Markt, wie Sie es genannt haben. Also, was macht eigentlich die Sozialität einer Gesellschaft aus? Das sind nicht nur die staatlichen Sozialleistungen und die staatlichen Institutionen. Das ist ganz maßgeblich das, was an Familienarbeit und an bürgerschaftlichem Engagement geleistet wird. Das ist im Grunde das soziale Kapital einer Gesellschaft. Und jetzt stehen wir vor einem Dilemma, das ist gestern Abend auch schon formuliert worden, ein Zugewinn an Freiheit und damit auch ein Zugewinn an Individualisierung und Pluralismus bedeutet auch eine Lösung von Bindungen. Das bedeutet auch eine Auflösung traditioneller Familienstrukturen. Eine Auflösung traditioneller Verpflichtungen zwischen Eltern, Kindern, Großeltern. Schon allein durch wachsende Mobilität, man lebt nicht mehr an einem Ort zusammen, geschweige denn in einem Haus. Und das können wir nicht kompensieren einfach durch mehr steuerfinanzierte Sozialleistungen. Das können wir nur kompensieren, wenn es gelingt, neue, auf Freiwilligkeit beruhende soziale Bindungen und soziales Engagement zu entwickeln. Also von Patchwork-Familien und den ganzen unkonventionellen Formen des Zusammenlebens bis zu bürgerschaftlichem Engagement. Das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn man eine Gesellschaft, die sich so verändert wie unsere, auch künftig als soziale Gesellschaft erhalten will. Vielen Dank. Ich würde jetzt Elisabeth Nia und Sven-Christian Kindlein noch mal die Möglichkeit zu einem abschließenden Kommentar geben. Vielleicht noch mal kurz mit auf den Weg. Mich würde noch mal besonders diese Frage der Prioritätenbildung interessieren, die hier schon öfters angeklungen ist. Wenn man das in das Schlusswort integrieren würde, wäre ich dankbar. Weil das ist ja sozusagen ein bisschen auch der Punkt von heute Morgen gewesen, die Frage, ob man das Geld, was man jetzt für Rentenprojekte ausgegeben hat, nicht an anderen Stellen nicht mehr ausgeben kann und es quasi auch noch auf die nächste Legislatur verschiebt, das zu lösen, dass das Geld dann auch schon nicht mehr da sein wird. Ja, also um das nochmal klar zu haben, Ralf, ich glaube, dass wenn man sich das so anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, dann wird diese Gesellschaft weniger auch grauer und bunter. Also das sind die Trends, die man absehen kann. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, nur dass das klar ist. Und ich glaube, dass der demografische Wandel Chancen und Risiken bietet und dass man damit das genau adressieren muss. In Niedersachsen, wo ich herkomme, ist das eins der großen Themen, die auch die Landesregierung zum Beispiel bearbeitet, weil das ja auch gar nicht so einfach ist. Also Hannover, wo ich herkomme, die Stadt wächst. So, wir haben knappen Wohnraum, der in der Verteilungskonflikt ist und zunehmen wird, gerade in den beliebten Stadtteilen. Und manche Regionen, da ziehen alle jungen Leute weg. Und was machst du da mit der Infrastruktur? Wie kannst du dort Infrastruktur zum Beispiel im ländlichen Raum vorhalten? Und so, dass nicht nur, also wenn wir sagen, wir wollen auch den ländlichen Raum stärken. Und wie können wir da zum Beispiel über neue Verkehrskonzepte reden? Da glaube ich, kann Elektromobilität ferner von Autos auch über Elektrofahrräder und andere Modelle, Zweisitzer, eine große Rolle spielen. Also da brauchen wir auch neue Infrastrukturen, damit muss auch investiert werden. Und wie können wir eigentlich auch da gucken, was ist eigentlich überflüssig? Wie können wir jetzt in Teilen von Deutschland vielleicht auch
Natur wieder mehr Raum geben. Also das glaube ich, da gibt es spannende Debatten, die man führen muss in der demografischen Entwicklung. Ich will nur sagen, dass glaube ich, man gucken muss, dass man, ne, das sagt ja auch nicht im Papier und das will auch kein Grüner, dass man, wir machen natürlich keine Bevölkerungspolitik, sondern wir wollen ja Menschen, und so, so verstehe ich auch grüne Politik, die Chance geben, sich für Kinder zu entscheiden, wenn sie das wollen. So, und das ist momentan nicht da oder das ist zu wenig da. Es ist da, aber es ist zu wenig da, weil es so viele Hürden und Barrieren gibt und weil das nachher auch Familien da zu wenig Raum gegeben wird. Und ich glaube, dass nämlich andere Bedingungen das ändern kann, dann wirst du nicht die ganze demografische Entwicklung stoppen, aber in Frankreich mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Kinderfreundlichkeit hat eben eine Geburtenrate von 2. Und warum sollen wir eigentlich nicht das schaffen innerhalb von 10 Jahren, was in Frankreich geschafft hat? Also glaube ich, würde ich auch zu mehr Mut raten, was ihr auf Papier habt, dass man versucht, auch mit mehr Aufbruch da reinzugehen, und das, glaube ich, zu gucken, dass man da versucht, mehr Kinderfreundlichkeit zu erreichen, das ist auch ein Punkt, den ich in dem Papier sehr gut finde. Und ich will abschließen mit der Frage Investitionen. Wie können wir eigentlich in dieser Gesellschaft für mehr Investitionen streiten? Wir haben, die Bundestagsfraktion hat, bevor ich im Bundestag gekommen bin, die jetzige Schuldenbremse im Grundgesetz abgelehnt, weil sie ein anderes und ich finde auch ein besseres Modell hatten. Sie hatten nämlich das Modell, was du genau beschrieben hast, Ralf, mit der Nettoinvestitionsquote, also dass man die Schuldenbremse einführt, ja, weil in der Vergangenheit Politik häufig genug Schulden für konsumtive Aufgaben genutzt hat oder auch genutzt hat, um zum Beispiel massiv irgendwie Banken zu retten oder Steuern auch zu senken und dann dafür Schulden gemacht hat. Und deswegen haben die Grünen gesagt, für Nettoinvestitionen ist das richtig. Aber jetzt sind wir in der Situation, die Schuldenbremse gilt auch und dazu stehen wir auch als Bundestagsfraktion und wir haben auch gezeigt, dass man die sozial und gerecht einhalten kann und trotzdem Investitionen finanzieren kann. Aber das sind natürlich auch da harte Verteilungskonflikte im Haushalt. Und jetzt habe ich gesagt, wir wollen zum Beispiel Subventionen abbauen. Wir wollen Subventionen bei schweren Dienstwagen abbauen oder bei der Flugindustrie. Aber das will die CDU und das will auch die SPD nicht, weil das dann gegen Audi, VW oder die Lufthansa geht. Oder wenn wir über Erdöl und die Chemieindustrie reden. Also Subventionsabbau ist eben nachher auch, genauso wie die Verbesserung von Einnahmen, darum haben wir im Bundestagswahlkampf das auch gesehen, das ist ein Machtkonflikt, den wir haben. Und deswegen sind auch die Konflikte im Haushalt sehr, sehr schwierig. Und das, glaube ich, muss man sich klar haben. Wir müssen aber trotzdem Prioritäten setzen und wir müssen dann nochmal in Zusammenarbeit mit den Bundesländern und den Kommunen auch reden, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir mehr in die Zukunft investieren. Das müssen wir jetzt konkret im Haushalt machen. Wir müssen aber auch, glaube ich, da über neue Finanzierungsmodelle reden, die nicht nachher zur Privatisierung führen, wie häufig im Straßenbau öffentliche private Partnerschaften. Ich komme zum Schluss, wo sie nachher teurer werden für den Staat, aber wie wir auch in der Wirtschaft nachher oder in der Gesellschaft dann für sinnvolle Investitionen, zum Beispiel in den Energiewende, wie mit dem EEG, Geld mobilisieren können. Das muss ja nicht alles staatlich sein, da gibt es, glaube ich, genug in der Gesellschaft und wie wir da in die Zukunft investieren können. Vielen Dank. Das Schlusswort hat jetzt Elisabeth Nier ein bisschen mit der Bitte, es kurz zu halten. Ich habe auf sozusagen, man könnte jetzt sagen, Ihre Vorredner hätten die Redezeit verbraucht sozusagen, es ist nichts mehr übrig geblieben, aber ich habe sozusagen ganz fair auf die Gesamtlebensredezeit geguckt und deswegen bitte ja, ja. Um ein kurzes Schlusswort. Überhaupt kein Problem. Zwei Bemerkungen. Einmal zu der Infrastruktur, anschließend anders, was Sven Kindler gerade gesagt hat. Ich finde das alles richtig. Ich glaube, Sie müssen sich noch ein bisschen Mühe geben mit den Begriffen, die Sie verwenden. Zu sagen, wir wollen Infrastruktur verbessern, wir wollen mehr Investitionen, das ist, glaube ich, alles ziemlich unsexy. Das sind ja Instrumente, das sind technische Begriffe, das wärmt keine Herzen. Ich glaube, die Idee, die sich dahinter verbirgt und die vielleicht auch was Grünes, Nachhaltiges sein könnte, zu sagen zum Beispiel, man braucht auch eine politische Kraft, die reparieren will, die was schon da ist, erhalten will, die eher ein Loch in der Straße zumacht, als eine neue Brücke zu bauen oder sowas. Wenn, dann geht vielleicht am ehesten was in die Richtung, also den Kapital stark erneuern. Heute Morgen war so immer davon die Rede, wir fahren auf Verschleiß und so weiter. Ich glaube, also so von diesem Infrastrukturthema reden ja auch irgendwie alle. Und zu sagen, die Grünen machen jetzt auch was beim Thema Straßen, das ist irgendwie, also das spricht mich persönlich jedenfalls erstmal noch nicht so an.
Ich glaube, die Idee ist richtig, aber die Begründung, die Sie dafür liefern und die Beschreibung, um was es da geht und warum und wem das nützen soll und was damit gemeint ist, das ist auch nicht nur die technische Frage, wie rechnet man Lehrergehälter ein, sondern das ist, glaube ich, auch eher was Sinnliches. Also welchen Bereich von meinem Leben betrifft das eigentlich? Was soll hier eigentlich erneuert werden? Also ich glaube, da gehören so Begriffe wie Gemeinschaft rein, also was mit dem englischen Commons gemeint ist. Ja, so öffentliche Güter ist auch wieder technisch, aber einfach so, also letztlich gibt es ja dieses Lebensgefühl, das sich niederschlägt in geteilten Autos und Nachbarschaftsgärten und diesen ganzen Sachen. Also da in irgendeiner Form anzuknüpfen, wenn man über Infrastruktur und was Gemeinsames redet, das wäre, glaube ich, eine gute Idee und damit kommen Sie weiter als mit diesen Begriffen. Das ist ökologisch nachhaltig und damit auch irgendwie im weiteren Sinne ein Generationenthema. Erste Bemerkung, zweite Bemerkung. Zu der Frage Prioritäten. Ich will jetzt gar kein Thema rausgreifen, auch wenn mir jetzt bei Zuwanderung und so auch noch viel einfallen würde. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe im Moment ist, dieses ganze Thema weiter sehr prominent zu machen. Wir hatten ja eine Zeit, in der über Generationen, Sie haben es angesprochen, also Herr Kindler, total in Katastrophenszenarien geredet worden ist, so allen Leuten Angst gemacht worden ist, so eine alternde Gesellschaft und Methusalem-Komplott und wie furchtbar das alles wird und so weiter. Dann gab es eine Phase von kollektiver Entwarnung, die irgendwie, gerade die Kanzlerin hat immer gesagt, es ist doch toll, wenn wir alle irgendwie länger leben und lange gesund bleiben und die Potenziale des Alters nutzen und die Leute hatten auch das Gefühl, Deutschland geht so gut, obwohl wir älter werden und die ganzen anderen Katastrophenszenarien haben bisher auch noch nicht so richtig gestimmt. Also dann gab es, glaube ich, auch so das Gefühl, vielleicht ist das doch alles nicht so schlimm mit der Demografie, die vielleicht auch diese Rentengesetze, die jetzt kommen, gerade erst möglich gemacht haben. Und dazu würde ich sagen, Deutschland ist natürlich im Moment auch in so einer Art von goldenem Herbst. Also diese geburtenstarken Jahrgänge, die dem nächsten Demografieproblem verursachen werden, wenn sie in Rente sind, die sind natürlich jetzt auch sozusagen vielfach so im Zenit. Die verdienen besonders viel, die sind irgendwie erfahren, oft auch irgendwie gelassen und entspannt qua Alter, die haben ihre Familienentscheidung und so weiter gefällt, die schwersten Phasen hinter sich sind, aber großenteils eben noch nicht in Rente. Also das ist auch klar, dass es Deutschland im Moment mit der Alterung noch gut geht. Das kann aber in 10, 15 Jahren irgendwie wirklich auch ziemlich schnell sich schon anders anfühlen. Und ich glaube, man braucht auch eine politische Kraft, die da gelegentlich dran erinnert. Also es muss ja nicht so alarmistisch sein wie zu Schirmachers Methusalem-Komplott-Zeiten, aber ein bisschen mehr drängeln und zu sagen, also Leute, das ist ein ernstes Thema und das macht im Moment keine andere politische Kraft. Das macht die SPD nicht, das macht die Union schon mal gar nicht mit ihrer Mütterrente, das machen die Linken auch gar nicht, die eher noch mehr Rentenerhöhungen wollen. Da ist, glaube ich, eine riesige Marktlücke sozusagen im politischen Geschäft für sie zu besetzen. Und das wäre für mich die Priorität, gar nicht so sehr einen einzelnen Punkt herauszugreifen, sondern da irgendwie eher so mit einem Fanfarenstoß mutig weiter voranzuschreiten. Vielen Dank für diese Ermunterung, die wir natürlich gerne aufgreifen wollen und auch schon ein bisschen aufgegriffen haben, denn wir haben schon sozusagen erste Arbeiten begonnen, an einer Long-Version sozusagen dieser Thesen zu arbeiten, um dann auch diese lebensweltlichen Bezüge, die im Moment da sozusagen eher am Rande nur vorkommen, dann auch da etwas stärker ins Gewicht fallen lassen zu können und auszubuchstabieren. Wir wollten mit diesem Podium hier Ihnen ein bisschen das Thema so ein bisschen als Überbau nahebringen für die nun anschließende Workshop-Phase. Wir haben das ja auch hier gemerkt, dass die ganzen Themen, die hier heute gefallen sind, Auswirkungen Infrastruktur, Verkehrspolitik, Demokratie, Bildung, lebenslanges Lernen, Zuwanderung, Rente, all das sind Themen, die Sie jetzt in den Workshops erwartet und wir freuen uns darauf, dass wir da sozusagen einen breiten Strauß an politischen Fachgebieten haben, wo für jeden was dabei sein könnte, wo man sich einbringen kann und auch Themen, die hier sozusagen heute gerade angeklungen sind, dann dort vertiefen kann und diskutieren kann. Danach, nach dieser Workshop-Phase, treffen wir uns hier wieder und es wird die Poetry Slammer von heute Morgen geben, die uns eine kleine Zusammenfassung liefern werden, weil man ja nicht in jedem Workshop sitzen kann. Die werden aber in jedem Workshop oder in jedem zweiten zumindest mal vorbeischauen und dann eine kleine Querschnittsanalyse uns hier präsentieren. Deswegen sehen wir uns dann, wie es im Programm verzeichnet ist, hier im großen Saal wieder. Fünf der Workshops werden hier im
Hause sein und 4 sind, weil wir nicht so viele Räume zur Verfügung haben, in der GKV. Das ist das Gebäude, was sozusagen hier auf der anderen Seite des Parks ist. Es wird Personen geben, die Ihnen den Weg weisen, und im Programm steht, in welchem Gebäude Ihr Workshop, den Sie sich ausgesucht haben, stattfinden wird. Und ich bedanke mich an dieser Stelle und freue mich, dass wir uns in 1,5 Stunden dann hier wiedersehen mit dieser Philipp, Zusammenfassung. Philipp? Wir möchten alle Gäste, die in der GKV zum Workshop gehen, bitten, sich unten zu versammeln, damit sie möglichst in einem Block darüber gehen können und nicht mehrfach dann Leute mit ihnen darüber gehen müssen. Das wäre super. Das betrifft die Workshops 6 bis 9. Dankeschön.